So, der wirft noch einen Feuerball und Todesdamage vom Ballon. 38 HP bleiben noch übrig. Servus Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zuallererst wollte ich mich kurz bei euch bedanken, bei allen Abonnenten, für die 300 Abos, die wir geknackt haben. Wir sind gerade sogar bei 312 im Moment. Hatte ich vor ein paar Tagen geknackt, glaube ich, vorgestern oder so. Kam leider kein Special dazu, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht zu jedem 100 Abonnenten irgendwie ein Special machen will, weil dann nimmt es irgendwie das ganze Spezielle aus dem Special raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen wird das nächste Special dann bei 500 Abonnenten sein, denke ich. Da habe ich auch schon was geplant. Und ja, auf jeden Fall wollte ich nur kurz Danke sagen, dass ihr hier auf den Abonnierknopf gedrückt habt und mir eine Chance gegeben habt, euch zu unterhalten. Naja, wie dem auch sei, in den letzten Tagen kamen ja keine Videos, wie ihr wisst, also in den letzten 2 oder 3 Tagen oder so. Das liegt daran, dass ich am Grinden war. Ja, ich war die ganze Zeit am Zocken, habe versucht, die 3800 zu erreichen, beziehungsweise die 4000 sogar. Das war mein Ziel und dann wollte ich halt ein Video machen dazu, wenn ich das erreicht hätte. Aber ja, ich konnte es einfach nicht schaffen und deswegen dachte ich, bevor ich euch noch länger warten lasse, irgendwie 2 Wochen oder so, bis ich das endlich schaffe, dachte ich, mache ich ein Video. Ja, und ich rocke im Moment dieses Deck. Das ist eine Abwandlung von meinem älteren Deck, mit dem ich 3930 geschafft habe. Also das war mein Rekord. Und zwar hatte ich da... statt die Magie hatte ich da den Henker drin. Henker war damals noch stärker vor seinem Nerf, wo er noch die Truppen gestunt hat und so. Und da hatte ich... Ja, sonst war das, glaube ich, sehr ähnlich. Nur hatte ich da noch ein Kampfholz drin. Das war aber das Deck. Und jetzt bin ich wieder zurückgekehrt, habe aber noch die Magie reingepackt. Und das Deck ist ziemlich stark. Und es wäre stärker, wenn meine Truppen auch stärker wären. Weil das Problem ist, Level 1 Elektromagie und Level 7 normaler Magie, die werden vom Feuerball ge-one-hitted. Also vom Level 8 Feuerball. Und wenn ihr hier seht, Level 8, Level 9, Level 9, Level 9, Level 8, Level 8. Die Gegner können alle meine Magier one-shotten am Turm. Das ist unglaublich frustrierend. Genauso frustrierend, wenn die Gegner mit dem Zap irgendwie meine Goblins töten oder so, oder meine Lakaien. Ah, ja, das ist... Der Levelunterschied, der macht schon was aus, das ist schon heftig. Naja, aber ich denke, ich sollte es trotzdem schaffen, wenn ich da vielleicht ein paar Truppen upgrade, höchstens irgendwie die Magie. Ich denke, wenn ich die Magie upgrade, dann sollte es eigentlich klappen. Oder die Elektromagie. Vielleicht hätte ich ihn mir kaufen sollen, als er im Shop war, um ihn auf Level 2 zu bringen. Naja, egal, auf jeden Fall, dieses Deck ist unglaublich stark. Und wenn meine Karten stärker wären, würde ich auch auf jeden Fall höher kommen. Ja, wie ihr seht, sind die Gegner einfach vom Level her stärker. Aber egal, ich wollte euch dieses Deck zeigen, denn dieses Deck ist unglaublich stark. Und wenn ihr bessere Karten habt als ich, also besseren Kartenlevel, dann könnt ihr auf jeden Fall super hochkommen mit dem und 4000 knacken oder noch höher kommen. Wie auch immer, ich wollte euch eine Wiederholung zeigen. Eine heftige Wiederholung. Ja, eine sehr spannende Wiederholung. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe gewonnen. Das nimmt dann ein bisschen die Spannung raus, aber trotzdem, das Spiel war super heftig. Und dann wollte ich noch ein Live-Gameplay machen und euch zeigen, wie ich dieses Deck spiele. Denn das könnt ihr dann auch spielen. Das ist super geil, das Deck. Also das Kondat, Golem, Royal Giant, Riesendecks, da ihr den Packer habt. Der Packer ist unglaublich stark. Der ist auch unglaublich stark gegen die Elite-Barbaren, die man in vielen Spielen sieht. Das hat was Probleme bereitet, das ist der Inferno-Turm natürlich, deswegen habe ich Zap mitgenommen. Eigentlich hatte ich da ein Kampfholz drin, jetzt bin ich halt mit dem Zap unterwegs, ist etwas schwächer gegen Zap Baitex, aber dann halt etwas stärker gegen Inferno-Turm. Also eigentlich ist es dann auch stärker gegen Zap Baitex, weil Zap Baitex haben Inferno-Turm drin. Ihr könnt halt etwas schlechter verteidigen gegen die Goblin-Fässer, aber ihr habt ja noch die Pfeile. Dennoch ist es dann irgendwie 3 Elixier für 3 Elixier. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich jetzt euch diese Wiederholung hier zeigen. Die ist mega geil geworden. Also, seht euch einfach das selbst an. Wir haben beide den Luftballon. Und der Gegner hat ein Lavaloon-Deck, wie ihr sehen könnt. Mit den Wächtern. Die Wächter sind natürlich sehr stark gegen meinen Packer. Das werdet ihr dann auch doch gleich sehen. Die brauchen ja insgesamt 6 Hits, bis der Packer da endlich vorbeischlagen kann. So, der Gegner setzt seinen Lavahund auf der linken Seite. Ich bin meinem Packer, komme auf der rechten Seite, um ein bisschen Druck zu machen, damit er nicht alles auf die linke Seite drauf wirft, seine ganzen Elixier verschwendet. Jetzt supporte ich meinen Packer mit dem Ballon und der supportet seinen Lavahund mit dem Ballon. Sein Ballon ist ein Level höher. Und Ablo sollte, ja, kein Problem sein. Auch wenn es hier wie ein Problem gleich aussehen wird. So, der Ballon kommt an meinem Turm und schafft es auch, 2 Bomben abzuwerfen. Ja, das war heftig, aber mein Ballon an seinem Turm schafft es genauso viele abzuwerfen. Aber seine Lava-Pups schaffen noch, diesen Turm kaputt zu machen.
Und da der Ballon noch stärker war, hat er ein bisschen mehr Damage gemacht. Der lässt aber meinen Elektromagier durchlaufen. Und der kriegt einen Shot ab auf den Turm. Das heißt, 186 HP. Der wird auf jeden Fall down gehen. Kein Problem. Ich sollte aber trotzdem aufpassen, denn eine Holzfäller-Ballon-Kombo ist echt stark. Also dieser Wutspell, der hilft dem Ballon immens. Und ich habe auch keine Verteidigung in meinem Deck drin. Das heißt, ich kann den Ballon nicht weglocken. Ich habe nur die Elixierpumpe drin, aber das lohnt sich nicht wirklich. So, der Packer kommt jetzt durch. Ich habe hier seine Kobolde predicted. Aber hat leider nicht geholfen, weil er noch die Wächter drin hat. Ja, der Packer kommt da echt nicht durch. Der hat echt Schwierigkeiten. Ja, ich denke mir, okay, alles klar, machst dir nichts draus. 79 HP, das kann ich auch irgendwie mit Spells schaffen, also mit Pfeilen. Deswegen cycle ich gleich zu meinem Pfeilen durch, damit ich den schon mal weg habe. Und nicht vergesse, irgendwie am Ende den noch weg, kaputt zu machen. So. Also, was mache ich hier? Okay, erstmal aufpumpen. Der hat ganz hinten den Lava und gesetzt. Okay, dann. Ich habe bald Zeit, ich habe Zeit. So, jetzt warte ich und setze meinen Elektro-Wizard und hoffe, dass er jetzt seinen Feuerball wirft, um meinen Elektro-Wizard zu töten. Denn was ich nicht will, ist, dass er meinen normalen Wizard, meinen normalen Magier dann tötet. So wie ihr seht, Pfeile gehen auf seinen Turm, machen ihn kaputt. Mein Elektro-Wizard lebt und ich warte die ganze Zeit auf seinen Feuerball. Er wirft aber einfach nicht den Feuerball und jetzt muss ich den Magier einfach spielen. Ihr saugt jetzt alle in die Mitte. Das ist eine unglaublich starke Kombo, also Magier-Tornado. So, aber wie ihr sehen könnt, wird es brenzlig. Sein Level 9 Musketieren ist am Turm mit Wutspell. Und hier rage ich auch ein bisschen, einfach weil es frustrierend ist, gegen so viel höhere, also vom Level her höhere Karten zu spielen. So, aber ich gebe nicht auf. Knapp 900 HP haben wir noch. Und hier schaffe ich auch, ja, der Gegner, keine Ahnung, was er da macht, der verfehlt seinen Feuerball, beziehungsweise, ja, wollte meinen Wizard noch treffen. Und jetzt schmeiße ich einfach alles drauf. Der Gegner wollte einfach mit Ballon das komplett beenden. War ein bisschen übereilig. Voreilig. Und jetzt kommt mein Ballon an den Turm. Ich saug noch alle seine Einheiten an den Turm. Und mein Ballon explodiert. Mein Magier schießt da noch drauf. Alles geht kaputt. So, und jetzt muss ich aufpassen. Ich setze einen Packer rein. Der sollte kein Problem sein. Und jetzt muss ich halt aufpassen, dass sein Ballon kommt. Ein Ballon, ein geragter Ballon. Aber zum Glück hatte ich noch den Elektromagier auf der Hand. So, der wirft noch einen Feuerball und Todesdamage vom Ballon. 38 HP bleibt noch übrig. Also das war heftig. Ich wusste halt, natürlich hatte ich die nicht im Kopf, die Zahlen, wie viel ein Level 5 Ballon Todesdamage macht. Und ich wusste auch nicht, welcher Level sein Feuerball war. Ich wusste nur Level 8 mindestens. Deswegen habe ich da ein bisschen gezittert. Aber wir haben es noch geschafft. Also 38 HP am Turm gehabt. Und boah, das war heftig. Das war heftig. Und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt wieder bei 3700 knapp. Brauchen noch 103 Pokale, um die Arena 11 zu erreichen. Und ich bastle gerade an einem neuen Overlay, das so ein Arena 11 Theme hat. Wird auf jeden Fall auch geil. Ich habe jetzt den König in so eine Statue verwandelt und so. Wird aber auch etwas dauern, denn ich will dieses alte Overlay loswerden dann. Naja, wie auch immer, wir probieren jetzt das Deck live im Kampf aus. Ich zeige euch, wie das gespielt wird. So, den Don Falke von The Lords. So, viel Glück. Das Glück werden wir brauchen. ja, alles klar. Wir haben Ballon, wir haben Packer. Nicht die beste Hand. Ich hätte gerne die Elixierpumpe. Okay. So. Schauen wir mal, was er spielt. Wenn er irgendwie Kleinkram spielt, alles klar. Pfeile sollen. Perfekt, Pfeile. Töten sowohl seine Lakaien als auch die Skelett-Armee. So, gegen den. Alles klar, Leute. Schaut mal das Display an. Der Gegner hat alles da hinten verschwendet und mein Packer ist trotzdem an den Turm gekommen. Hat seinen Turm fertig gemacht. Okay, GG. Ja, so kann es laufen. Wenn der Gegner den Inferno-Drachen zuerst spielt, weiß ich schon, dass... Ja, der hat keinen Inferno-Turm natürlich dabei, sonst das wäre einfach überflüssig. Nicht schlecht, sage ich ihm. Der sagt schon gutes Spiel. Okay, jetzt können wir entweder Magie oder Ballon platzieren. Beide 5 Elixier. Und jetzt sind wir endlich bei der Pumpe angelangt. Okay, ich hoffe, der hat keinen Feuerball, aber natürlich hat er Feuerball, den er mir mein Magier auf den Kopf werfen kann. Ich hoffe nur, der... Alles klar. Ich werde jetzt etwas zurücksaugen. Und ich werde jetzt meinen Ballon zum Tanken verwenden. So, mal schauen, wie das funktioniert. Okay, das war ein bisschen unnötig. Aber sollte trotzdem kein Problem sein, der... Ja,
Der Inferno-Drache ist noch gestorben, die Lakaienwale sind auch gestorben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch in der Range des der Ballonbombe sind. Ja, waren sie aber anscheinend. Okay, ein Level 4 Ballon, genau wie meiner. Schauen wir mal, ob der Magier die noch schnell genug kaputt kriegt. Gerade noch so. Alles klar. Und er wird nicht vom Todesschaden getroffen. Das ist sehr gut. Und da seht ihr schon den Feuerball, den Level 8 bzw. Level 9 Feuerball. Ich denke Level 8 Feuerball. Ja, also an diesem Spell alleine liegt es, dass ich nicht höher komme. Das kann ich euch garantieren. Das ist unglaublich frustrierend. Naja, mal schauen. Vielleicht kriege ich ja den Magier auf Level 8. So, jetzt gehen wir beide zum Push über. Ich könnte auch eigentlich versuchen. Also muss mich gerade kurz konzentrieren. Der wird gleich wahrscheinlich... Ich hoffe, der wirft gleich seinen Feuerball, um meinen Magier zu töten, meinen Elektromagier. Und jetzt spiele ich... Okay, der hat seinen Feuerball nicht verschwendet, leider. Leider nicht. Aber mein Ballon tankt hier ganz gut. Okay. So, Zap, Elektromagier und das soll es gewesen sein. Ich könnte noch mit dem Ballon zurückziehen. Ja, aber ich denke mal, ja, der Anfang hat das ganze Spiel entschieden. Das war echt lucky gespielt von uns, beziehungsweise gut. Beziehungsweise dumm vom Gegner, dass er das Skelettarmee und Lakaien hat auf einem Fleck. Aber naja, so kann es passieren. Da mussten wir nur verteidigen. Auf jeden Fall hätte es schwer werden können. Wie gesagt, mit diesem Level 8 Feuerball. Das ist einfach, oh mein Gott. Das regt mich einfach so auf. Ich war gestern so in Rage, so nach jeder Niederlage, dass ich da aus Versehen meine Riesentruhe geöffnet habe, die ihr in den letzten Videos gesehen habt. Aber Supercell war so nett, mir eine neue Riesentruhe zu geben. Ja. Hoffentlich klicke ich auf die nicht drauf, aus Versehen, weil ich war so, okay, Spiel beenden, okay, alles klar, klick einfach drauf und dann bam, aus Versehen die Riesentruhe geöffnet. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, ich konnte euch das zeigen, dieses coole Deck, wie ihr sehen könnt, gegen Lavahund, Lavaloon ist es nicht allzu schlecht und gegen Royal Giant, wie gesagt, gegen Royal Giant, Golem, diese ganzen Tanks Deck, ist Pekka auch ganz, also, ja, Pekka konnte sie. Vielleicht nicht allzu gut, weil Pekka braucht trotzdem einige Hits, bis er sie down kriegt und man kann ihn auch leicht ablenken. Aber ich finde trotzdem, Pekka ist extrem stark. Also ihr müsst einfach so Anti-Meta-Decks probieren oder Decks, die ihr nicht in jedem zweiten Spiel seht, weil die Gegner erwarten es einfach nicht. Ja, probiert es einfach selber aus und wenn eure Magier die Feuerbälle überleben, dann steht euch nichts im Weg. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, hoffentlich dann mit dem neuen Overlay. Und jetzt muss ich für eine Klausur lernen. Ja, wir stellen morgen eine Klausur und ich hätte wahrscheinlich schon vor ein paar Tagen anfangen sollen zu lernen. Und ich bin gerade mega müde. Aber naja, dann werde ich eben die Nacht durchmachen mit ein paar Energy Drinks. Also Leute, habt noch einen schönen Abend. Servus.